Wir machen den Pool wieder ready. Es hat wirklich Blut, Schweiß und Tränen gekostet, nicht in den Pool zu dürfen, den ganzen Winter lang. Und ihr müsst wissen, in Aachen ist Winter immer so 2 Jahre lang. Und sobald der Pool wieder beschwimmbar ist, habe ich richtig Bock. Winter kann nicht 2 Jahre sein. Wir haben den Pool so sauber gemacht, wie es auch noch ging. Sauber ist er halt nicht, ne? Könnt. Weil wir dafür eben halt noch live brauchen. Und wenn live da ist, dann steigt die Poolparty, Freunde. Ich weiß, ihr wollt aufstehen, losrennen, diese brandaktuelle Neuigkeit jeden Menschen weitererzählen. Aber seid mal ruhig und heißt erstmal willkommen unseren Stargast, Freunde. Noch nicht da. Solange die Filteranlage nicht an ist, wird ja auch nicht so viel passieren. Und deswegen seid mal ruhig und macht mal ein bisschen Lärm für unseren neuen Stargast. Der ist jetzt da und der heißt... Noch zu früh, Freunde. Okay. Nee, das zählt doch nicht, das zählt doch nicht. Warte, das machen wir gleich erst. Ah, du Bastard! Selber schuld, sagt er. Du hast mich in Rage gebracht. Bevor die Zuschauer gehen, sagt jetzt alle mal Hallo zu live! Fresh siehst du aus. Sind's ja? Ja. Siehst auch gut aus. Ja? Ja. Fresh. Das Fresh. Öfters. Alter. Oh, der ist ja voll, wa? Der ist voll. Ja. Und deswegen ist live heute hier, damit wir die Filteranlage wieder reparieren können. Weil ist wir sie kaputt? Wir mussten ja kaputt machen. Achso. Damit sie lohnt, ne? Ja. War geklappt. Ist dunkel, oder? Break Backstreet der Boys. Bart ist der Bart ist anders, ja. Ja. Wir haben ein bisschen sauber gemacht. Ja. Mhm. Merkt man gar nicht, ne? Nee, merkt man gar nicht. Jetzt hast du auch so Skinny Jeans. Das ist voll modern. Ja. Richtig moderner Live hier. Er verarscht mich gerade. Nein. Der kann sich gar nicht bücken. Was ist denn hier los, Live? Er hat viel zu viel Swag bekommen, sich hier zu setzen. Corona-Speck. Wie ist dein erster Eindruck, wenn du das hier siehst? Ja, so noch putzen, morgen. Putzen? Putzen? Oh. Ich will den gar nicht. Oh. Ich wollte eigentlich den rausholen, es steht einfach nur live drauf. Also ich weiß nicht, ob es so ein Hilferuf ist bei ihm. Ja, der kommt nicht mehr automatisch raus, das ist das Problem. Lift. Okay, ist der Pool kaputt? Das ist durchgerissen. Ach, Scheiße. Da stand quasi Wasser drin, das ist gefroren, hat das ganze Rohr zum Explodieren gebracht. Weil ich, Depp, nur hier das Rohr aufgeschraubt habe und nicht das untere. Alter. Du bist gefeuert. Obwohl wir nicht mal etwas machen, machen wir etwas kaputt. Foto, da war ja echt Biss. Oh mein Gott! Ah! Hey, sau dumm, dass ich jetzt hier raus. Ist das da jetzt ausgegangen? Ja, sau dumm, habe ich auch gerade gemerkt. So, mach das mal sauber, okay. Thomas. Noch was kaputt gegangen. Und da ist jetzt hier explodiert quasi. Da ist jetzt ein Leck wegen... Warum sind die so dumm? Wieso machen die alles kaputt, Mann? Frost. Hey! Mann. Die Kraft des Eises. Die Sache, jetzt ist das hier bis in den Kugelhahn reingebrochen, ne? Jetzt muss er sehen, dass wir das Rohr hier rausgepolkt kriegen. Das sieht nicht aus, als würde ich überleben, oder? Halt mal gut fest. Schwerer als wir dachten. Autsch. Oh. Nein, nee, es ist weg. Für immer müssen wir damit schwimmen jetzt. Das ist so massiv miteinander verschmolzen, dass wir sogar hier das Teil schon abgeschlagen haben. Wir machen jetzt einfach da Kegelkugelhahn drin, dann läuft das Wasser durch, das ist okay. Ob die Heizung an inneren Schäden leidet, das wissen wir nicht. Was könnte das denn sein? Also auch, dass da drin irgendwas gefroren ist und dann geplatzt, oder? Yes. Das Wasser, was hier drin ist, ne, dehnt sich ja aus bei Kälte und dann kann in der Heizung was kaputt gegangen sein. Und die Heizung kostet halt, wie teuer war es nochmal, 37.000? Ja. oder ein Bitcoin. Ah. Ist ein Crashkurs gestern gegeben. Das ist richtig gerissen hier. Alter Scheißdreck. Wärmetauscher auch kaputt ist, ne? Dann können wir den Pool gar nicht hinkommen. Ist das hell genug? Wir haben den aber alles kaputt gemacht, die Affen, DMs die Assi. Was sind Insta-DMs? Jetzt bin ich echt gespannt. Bei was sollte der pH-Wert sein? 187. Da ist eine Urinprobe oder was? Also sollte ich nicht rein urinieren? Siehst du, muss ein bisschen Heberin machen nachher. Dann mische ich mal an, oder? Was ist das jetzt, Chlor oder pH? Nimm doch mal eine ordentliche Nase, dann hörst du auch mit Niesen. Ja, was ist denn das für ein System hier? Das ist Kindersicherung. Kindersicherung. Chlor so lecker zum Essen. Ah! Deswegen.
Kindersicherung. Ey, krass, jetzt geht's gar nicht mehr auf. Jetzt pam in mein Gesicht, ich sehe das jetzt schon. Alter, es geht gar nicht, Alter. Hä? Das hast du jetzt anders gemacht. Ja, mit Kraft so. Okay. Nein, das ist wieder eine dieser Dosen. Wie hoch muss der pH-Wert sein? Na, guck mal, 7,2, ne? Klar. Richtig Dämpfe. Boah. Hä? Hä? Hiervon? Die ganze? Nee, Gottes Willen. Ja, so, mach mal so eine fünfte Dose noch. Nein. Oh. Ist da nicht ein Viertel gewesen? Boah. Ah! Leute müssen sich nur das Video anschauen, dann wissen die ja, wo wir wohnen. So laut wie ich nicht, das kann man ja einfach zurückverfolgen. Oh, was machen die jetzt da rein? Wieso dolle? Das bleicht ja überall, das ist ein Flecken. Danke, Thomas. Oh, übelste Scheiße, da ist unten ja noch drin noch. Richtig viel. Oh, der Knochen geht runter, ne? Der, doch, der bleicht jetzt die PVC. Nein, macht er nicht. Doch. Ich glaube schon, fürs Video ist jetzt besser, wenn jetzt hier das übelste Drama her. Also es wäre schon besser, wenn man jetzt reinspringt und diesen Klumpen entheddert. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ja. Go, Leif. Nee. Hey, doch, Leif, du musst rein. So ein Batzen. So, jetzt sehen wir zum ersten Mal das Innere unserer Heizung. Ah. Aus wie so ein alter VW-Motor hier. Überhaupt nicht drin. Bruder. Nein, aber wir lassen mal offen. Ja, aber also der fährt nicht mehr hoch, mein PC. Das Stromkabel habe ich auch rausgenommen. Da hat aber klappt nicht mehr. Hier wird der Grill sauber gemacht. Lagrino baut einen neuen Rechner hinten auf. Und du flexst wie immer. Flex hier. Okay, dann flex mal. Das sieht überhaupt nicht sicher aus. So würde ich nicht schneiden. Alter. Ich noch abschmirgen? Echt jetzt? Ja. Das habe ich übertriebenes Kacke geschnitten. Das hier brauchst du? Nee, ist eine Lüge, ne? Wie kann eigentlich Julian Bam 3 Jahre lang Pool-Content machen? Wie geht das? Das ist scheiße. Das müssen wir mal machen. Aber das muss. Also das ist nicht. Das ist egal, oder? Dass da so ein 16 Grad so ein Schnitt drin ist. Schön ist nicht, ne? Okay, an dieser Stelle soll ich kurz erwähnen, dass du das jetzt zum dritten Mal machen musst. Live hat darauf bestanden. Guck mal so. Was damit? Bah, Digga. Ah ja. Oh. Da freut sich Tanky ja gleich wieder. Thirsty. Jetzt fange ich auch schon damit an. Ja, nur weil Alex das immer sagt. Voll getroffen. Hau ab. Dann jetzt kann Thirsty gereinigt werden. Thirsty? Willst du das machen? Du bist der Größte. Er mag das ja gerne, wenn man ihn anpisst. Das sieht gar nicht glücklich aus. Das ist so niedlich, ne? Die Treppenstufen werden jetzt ein bisschen gereinigt. Wir wedeln das einfach auf, diesen Dreck, und dann kann die Filteranlage, wenn sie an ist, alles rausziehen. Entspannt, also direkt sauber, guck mal. Das ist schon ein Unterschied, ne? Bist du Salami? Mhm. Ist aber nicht halal, ne? Oh nein, warte, der schmeißt das jetzt wieder. Ich muss hier ein bisschen Abstand nehmen. Nein, die darf man nicht schmeißen, oder? Nein. Bist du? Schmeißverbot. Hat er noch nie gemacht. Er ist einfach falsch rum. Guck mal, er dreht sich automatisch. Der ist ja wie so ein. Wie eine Katze. Hier war eigentlich immer auch noch so ein Bypass. Ja. Den haben wir jetzt weggelassen. Den hier haben wir zugemacht. Das heißt, der ist immer zu eigentlich. Mhm. Das heißt, das Ding könnte man quasi abmachen. Ist das so? Das habt ihr hier bestimmt durchgelesen. Poolanleitung, alles, ne? Natürlich. Die da vorne, das haben wir auch zugemacht hier. So, Leute, was macht ihr? Ich hätte niemals gedacht, dass so ein Pool so aufwendig ist, oder? Wenn man das mal überlegt, wie viel man da mit machen muss, damit der Pool, sag ich mal, da ist, dann ist doch eigentlich ein Schwimmteich ist doch viel entspannter, oder? Oder? Also. Gefeuchtet, heißt so, ne? Das heißt, wir holen erstmal ein bisschen Wasser raus, ne? Genau. Wir schwimmen jetzt zurück, ja. Das heißt, Wasser geht raus aus dem Pool? Ja. Nee. Ich sehe hier nichts Zurückspulmäßiges. Live lügt! Was ist das? Okay, was passiert gerade? Irgendjemand hatte da am Skimmer was rumgeschraubt und deswegen konnte die Filteranlage nicht pumpen. Und Thomas war sich anscheinend übersicher, dass er es nicht war. Schaut mal, wie er sich da rausredet. Es wäre ein absolutes Rätsel, wieso das zugeschraubt ist. Wenn du mit dem Hammer da so an der Seite... Da ist keine Dichtung dran, wisst ihr? Und wenn du den nur so leicht drin schraubst, dann sitzt man ja schon extrem... Imposter Thomas. Das Problem ist ja, das hat ja nie jemand zugemacht. Ach so, und jetzt gibt's ein Video. Das
Licht ist die an. Die sind hier an. Die habe ich zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich, dass sie an sind. Ja, ja, ja. Die größte Sorge, die wir hatten, ist, dass irgendwelche Rohre unter den Granitplatten geplatzt sind, vielleicht im Winter. Ist aber nicht der Fall. Und dann machen wir an, oder? Und dann wird's sauber. So, jetzt machen wir an. So, Filteranlage geht an. Wie schnell geht das was? Sauber? Was? Blubbert richtig. Wir haben richtig Hot Tub. Müllpool. Juhu. Oh, ja. The blue is back. Ich finde halt, hier macht Chillen irgendwie doppelt so Bock, weil man, egal wo man hinguckt, sieht man etwas, was man irgendwie geschleppt hat oder so. Okay. Dann fühlt man sich dann noch wohler drin, finde ich. Dressing up, fixing my strut. Always prepared, you never know who. Shows up around the corner, maybe it's that direct. King Real Original Twinkies, Bruder. Okay. Zombieland. Zombieland. Schmeckt nach Amerika. Ja. Der liebt aus meinem der Shop. Liebt's. Oh nee, Strampler, geil, oder? Das ist Strampler, ist es. Alter, Onesies 2014. Chillen ist das. Und das ist aber Handtuch geil. Onesie. Aus meiner neuen Kollektion ist jetzt gerade vor 2 Tagen online gekommen. Und passend zu deiner Jeans, eine freshe Jeansjacke aus meinem Shop. Ey, die habe ich auch. Oder wer ist dieser Mann? Fresh. Na, fresh, oder? Die Größe nicht passt, können wir dir auch eine andere geben, ne? Mach dich breit. Ich bin doch breit, ja? Bitte, ja. Ihr wisst Gaming, Dankeschön, Kuss, Kuss, Kuss. Strampler. Ein nächster Winter wird mega chillig, glaube ich. Ja, aber ist wirklich. Ist chillig, oder? Ist gemütlich. Nice. Digga, der Fashion. Fresh. Ey. Okay. Mission startet. Du musst gleich du den Pool schubsen. Ist das okay für dich? Ja. Okay. Ja. Pool ist sauber. Gut gemacht, live. Wir sind ready. Not ready to swim. On the wave, my own wave, can't stop my shine. Was für ein Backstep. In a lane, my own lane, can't stop my ground. Mhm, das war nicht abgesprochen. Yard in the V12. What? Oh. Oh, entschuldige bitte. Tut mir leid. Ich will sowas niemals. Ist ja egal. Ey, komm, oder? Jetzt muss ich einfach raus. Nee. Ihr seid ja richtig lustig. So ein geiler Körper. Ey, ich muss mich umziehen. Ähnlich ist es passiert. Live ist in unserem Pool. Verified, der Pool ist verified. Alter, abschließende Worte. Das wäre so funny, wenn Live nicht schwimmen könnte. Worte erstmal Hammer. Mega krasser Prank einfach, extrem krass. Respekt, Thomas. Von Live findet ihr alles in der Videobeschreibung. Aber was willst du denn mittlerweile verlinkt werden? Du bist ausgebucht 2 Jahre. Das Handtuch, was ihr gerade gesehen habt, gibt es jetzt auch im BAM-Shop. Und auch die College-Jacke. Die Live, die ihr bei Live gerade gesehen habt, gibt es auch im BAM-Shop. Erster Link in der Videobeschreibung. Kuss, vielen Dank für die 7 Monate bis in dem Reden. Sehr, sehr nice.